So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wie schon mal angekündigt, gibt es jetzt das Video über die ÖBB 2143, in dem Fall hier diese Variante. Das ist die 06er in Blutorange und Hellelfenbein. Die Lok habe ich ausgestattet mit einem Sound von Leo Soundlab. Diese Lok hat auch bereits von Leo Soundlab einen ESU Lok Sound V5 Decoder drinnen. Saugeile Sache, klingt wahnsinnig geil, klingt wirklich super. Also kann man einfach nicht, also ich finde, man kann sich hier nicht beklagen. Ich habe mich natürlich jetzt ein bisschen auf das Modell einleben müssen, habe herumgespielt, damit ich auch beim Video euch das besser zeigen kann alles. Ja, sie ist recht einfach gehalten. Ich habe ihm diesmal habe ich ihm keine extra Wünsche aufgeschwatzt. Ich habe mir den Decoder bestellt, so wie er ihn gemacht hat, und habe nicht irgendwie einen Soundslot für mich extra dazu gewollt. Und der Sound ist echt der Hammer. An dieser Stelle möchte ich auch gleich noch etwas vorausschicken, noch eine kleine Vorankündigung, und zwar für Sie hier, für die 1144, bin ich gerade dabei, einen Lok Sound V5 Sound zu machen, weil sie hat jetzt auch einen Lok Sound V5 drinnen. Der ist auch schon am Fertigwerden und bietet eine kleine, na, zwei kleine Zusatzfunktionen diesmal an, die ich euch natürlich im nächsten Video zeigen werde. Jetzt kommen wir aber zu diesem Schmuckenstück hier. Wir werden das jetzt einfach, ja, möglichst realistisch machen und erkläre euch nur einmal einen kurzen Ablauf. Als erst werde ich schauen, dass ich eben hier die Führerstandstür öffne, also natürlich soundmäßig, nicht in echt. Dann wird das Webasto-Gerät angeworfen. Das Webasto-Gerät ist eigentlich nichts weiter als wie die Heizung vom Fahrmotor. Wird auch gerne im Winter oder wenn es kalt ist überhaupt verwendet. Da gibt es sogar bei einigen Loks einen eigenen Stecker dafür, damit das nicht aufhört, damit das läuft, damit der Motor warm gehalten wird. Denn ja, das hier ist eben eine Dieselmaschine und es ist natürlich besser, wenn der Motor bereits warm ist. Ihn aber warm laufen zu lassen, ist eher schlecht, wegen dem Rußpartikelfilter, zumindest jetzt beim Auto so, weil der verstopft, wenn er nicht dann mal richtig durchbläst. Das habe ich mir zumindest zu erklären lassen von einem Freund, weil er kennt sich da sehr gut aus mit Motoren und er kennt auch die Lok sehr gut. So, ich würde sagen, jetzt werden wir das mal versuchen zu machen. Wir werden einmal Führerstandstür öffnen, Webasto anwerfen und danach die Lok aufrüsten. Los geht's. Ein bisschen Lichtwechsel spielen hier. Die Lok hat auch noch eine Funktion. Sie kann jetzt aufblenden. Sieht man jetzt. Wieder abgeblendet. Hat aber trotzdem Fernlicht. Und kann dazu aufblenden und abblenden. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich hoffe. Aufgeblendet. Abgeblendet, Fernlicht aus und aufgeblendet. So, es ist so, das kann man mit jeder Lok machen, im Prinzip mit die V4 hat zumindest. Das kann man immer wieder nachstellen. Bei V4, V5 ist es kein Problem, auch bei Nicht-Sound-Decodern von ESO natürlich geht das genauso. Kann ich euch das nächste Mal zeigen oder wenn jemand Interesse hat. So, werden wir mal den Motor starten. Ich habe das so gemacht, hier bei mir ist 11. Bei mir ist hier 11, wie ihr seht, das Webasto. Sonst ist noch nichts ein, außer 7. Das 7 ist nur das Rücklicht. Wenn ich jetzt einschalte den Motor, dreht automatisch das Webasto ab. Das habe ich so verschalten im Decoder bei der Funktionszuordnung, damit das realistischer ist. Starten wir den Motor. Los geht's, aufrüsten. Der Druckluftstarter. Klingt verdammt geil. So, jetzt gehen wir mal die Funktionen im Stand einzeln durch. Jetzt werden wir uns mal die Lokhörner und so weiter anschauen.
sind die langen mit Loop. Jetzt kommt der Kompressor. Wieder aus. Kuppeln habt ihr vorhin gehört. Nochmal. Man hört das Klimpern vom Kupplungshaken, hört man leider sehr, sehr leise. Man hört halt die Druckluft dafür, es ist aber jetzt nicht schlimm. Taste 6 ist wie immer bei mir der Verschubgang. Da schaltet sich dann bei mir automatisch das Aufblendlicht beidseitig auf, also das Rangierlicht im Prinzip. 8, also 7 ist bei mir eben das Rücklicht, das ist eben richtungsabhängig geschalten. 8 ist eben Fernlicht, das ist auch richtungsabhängig. 9 ist eben das Auf- und Abblenden. 10 ist die Führerstandstür bei mir. Ich habe natürlich die Funktionszuordnung geändert, eben weil es ein ESO-Decoder ist. Das finde ich natürlich super vom Layout, weil damit lässt er mir alles offen, wie ich es mir selbst einstellen will. Und weil ich eben schon lange meinen eigenen Standard habe, wie ich was wohin hinbelege, ist das natürlich am angenehmsten für mich. So muss ich mich nicht mehr extrem viel umgewöhnen, weil ich zu viele verschiedene Logs habe und so. Das ist natürlich viel angenehmer für mich. So, 12 sind die kurzen, 13, 14, das ist das mittlere Horn, also das Doppelhorn. Mit Loop. Jetzt muss ich nur kurz in die Liste gucken. 15 ist der Schaffner. Jetzt kommt was ganz Interessantes. Ich hoffe, man hört das genug. Oh, dieser Sessel. 15 ist der Heizdiesel. Den schalten wir jetzt mal ein. Hoppla. Entschuldigung, das war verkehrt. 16 ist der Heizdiesel, 15 haben wir ja gerade geschafft. Der Heizdiesel läuft und man kann ihn aber noch hochschalten mit der Shift-Funktion, das hat Leo Soundlab so gemacht. Also macht er so in etwa das von mir. Jetzt läuft der Heizdiesel auf Last. Jetzt will ich die Last wegschalten. Und Heizdiesel aus. Hört man alles ganz klar. Ja, 18 ist bei mir der Leerlaufbetrieb, also der Motor schaltet in den Leerlauf. Das kann man verwenden, wenn man zum Beispiel jetzt da leicht bergab rollt mit dem Zug. Das ist natürlich dementsprechend gut zu schalten. Dann kann man eben den Motor in den Leerlauf schalten, dann kann man das simulieren. Ich kann mit 19 aber, kann ich den Motor kurz aufhalten lassen auf volle Last. Das kann man eben machen, kurz bevor man losfahren will. Das zeige ich euch jetzt kurz, dann werden wir den Motor mal kurz raufdrehen lassen. So. Klingt doch gut, oder? Ja, Nummer 20 wäre wieder den Motor runterschalten, also den Motor eben langsamer drehen lassen. Und ja, ich glaube, das war es jetzt eigentlich mal. 21 wäre dann vom Sound noch das Kurvenquietschen. Das zeige ich euch natürlich beim Fahren. Klingt verdammt geil, kann ich nur sagen. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal zugleich zum Fahrteil über, damit ihr das Ding einmal besser hört.
So, Fahrteil. Und zwar werden wir jetzt einfach mal mit 19 Diesel hochschalten und danach die Lok auf Fahrstufen stellen. Jetzt eine Dieselstufe runter. Klingt doch saugeil, oder? Das ist jetzt übrigens halbe Kraft. Und bremsen. Saugeiles Ding. So, jetzt werden wir ihn einfach voll Kanne raufschalten lassen auf Maximalgeschwindigkeit. So, jetzt mal der Leerlauf. Also das Standgeräusch des Motors, kann man sagen. Schalten wir den Leerlauf wieder ab und schalten hoch. Jetzt werden wir die Lok einfach ausrollen lassen. Sehr gut. Der Gute wischt schon voller Kraft darunter in den Bahnhof. Jawohl, klingt echt verdammt gut. Also da hat Leo Soundlab wirklich wieder eine sehr gute Arbeit geleistet. Ich bin sehr begeistert von dem Sound. Er ist sehr einfach gehalten. Es ist nicht viel drauf an Soundslots, aber trotzdem bin ich damit zufrieden, denn das Fahrgeräusch ist wirklich top. Kann man sich meiner Meinung nach gar nicht beschweren. Und mir gefällt die Lok sowieso auch sehr gut, weil so ÖBB-Loks, die mag ich sowieso sehr gerne. Habe halt mehr Bezug zu ÖBB-Loks als zu deutschen Lokomotiven, wobei ich aber deutsche Lokomotiven auch mag. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich sie gar nicht mag, aber der Bezug tendiert natürlich eher zu österreichischen Lokomotiven bei mir. Aber das ist, glaube ich, eh ganz logisch, weil ja, bin ja auch in Wien zu Hause, gebürtiger Österreicher, mehr Bezug zu sowas, also zu österreichischen Lokomotiven und Zügen. Ich weiß, manche haben schon mal geschrieben, warum ich nicht mehr deutsche Lokomotiven habe, das und das und hin und her. Ja, verstehe ich einerseits. Andererseits gibt es dafür andere, die spezialisiert sind drauf, auch mit Sound, würde ich mal sagen. Die muss man halt auf YouTube suchen. Allerdings, mir gefallen einfach die österreichischen Lokomotiven ein bisschen mehr. Was aber trotzdem nicht heißt, dass ich deutsche Lokomotiven nicht mag, also nicht falsch verstehen. Denn immerhin habe ich hier einen Klassiker in Chromoxidgrün.
und eine neuere Diesellok eben für die ECR, also die eigentlich in Deutschland fährt. Bis Salzburg hinein, was ich sogar so weiß. So, gehen wir nochmal hier zum Sound zurück. Jetzt werden wir das Kurvenquietschen mit einschalten. Das klingt sehr, sehr geil. Fahren wir mal langsam. Sehr gut, das ist wirklich saugeil gemacht von Leo Soundlab. Sehr gut. Dieses Video wird nicht so lange sein wie meine anderen, aber nicht, weil ich diesen Sound nicht mag. Im Gegenteil, ich mag ihn sehr gerne. Aber ich kann bei der Lok natürlich soundtechnisch nicht viel erklären, eben weil es nicht ich selbst gemacht habe, daher wird das Video kürzer. Aber dennoch, verdammt tolle Arbeit von Leo Soundlab, hast du wirklich toll gemacht, gefällt mir irre gut. Ich habe Leo Soundlab natürlich auch schon Rückmeldung geschickt per E-Mail, dass mir das Sound sehr gut gefällt und ich demnächst ein positives Video über diesen Sound machen werde. Und das ist jetzt eh schon eine Woche her oder so, aber ich musste mich auch ein bisschen einspielen auf die Lok, weil ich die noch nicht so gut gekannt habe und musste mich herumspielen mit den Funktionen und so weiter. Aber wirklich sehr, sehr gut gemacht. Kann man sich nicht beschweren, finde ich. So, wir werden abblenden. Jetzt werden wir es so machen. Jetzt werden wir die Lok abrüsten. Danach wird automatisch das Vibasto wieder anlaufen, eben zum Wärmen des Motors. Dann können wir das ein bisschen realistischer nachmachen. So, abrüsten. So, jetzt werden wir abrüsten. So, jetzt zeige ich euch nochmal das Kuppelgeräusch. Das hört man jetzt nämlich besser.
Ja, das war's schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein toller Sound. Man kann sich wirklich nicht beschweren. Hat er sehr gut gemacht. Und ich fahre mit der Lok sehr gerne auf meiner Anlage. Da ich ja sonst eh nicht allzu viele Dieselloks habe, ist das natürlich der Hammer für mich. Vor allem, weil ich eben österreichische Dieselloks bekommen habe. Diese hier habe ich eben von einem Freund bekommen. Ein bisschen billiger um 10 Euro. Die hat er sich, glaube ich, gebraucht gekauft. Hat er schon billiger gekauft, was ich so weiß. War aber in Top-Zustand, also nichts schadhaft, alles so voll in Ordnung. Habe sie zugerüstet und dann eben vorübergehend mit einem Decoder ausgestattet, dass ich sie zumindest irgendwie fahren kann und einfahren lassen kann vor allem. Das war, ich sehe schon wieder, 2 Monate oder so ist das schon wieder her. Deswegen bin ich mit dieser Lok aber auch noch nicht so richtig gefahren. Das macht aber nichts. Hauptsache, hatte die Lok einmal da und habe sie einfahren lassen können. Und jetzt da eben ist sie fertig mit Sound. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte gleich Leo Sound Lab mit Lok Sound 5 probieren, denn das klingt wirklich Hammer. Schon die Lok Sound V4 mit Leo Sound Lab Projekten drauf, die klingen ja auch schon hammergeil. Also da kann man sich auch nicht beschweren, finde ich. Also auch, ich habe ja auch die 8-Zylinder-Maschine, die habt ihr ja schon gesehen, die habe ich ja zu Weihnachten oder so herum, habe ich die ja bekommen, den Sound Decoder. Aha, da läutet jemand, macht aber nichts. Aber echt hammergeil. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns bei dem nächsten Video wieder. Dann wird es wahrscheinlich um die 1144 gehen mit meinem eigenen Logsound V5 Sound drauf. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.